Wann immer ich Salzwasser rieche, weiß ich, dass ich nicht weit von einem der Bauwerke meiner Vorfahren bin. Der Bell Rock steht als Monument für meinen Großvater, Scary Wall für meinen Onkel Alan. Und wenn abends an der Küste von Schottland die Lichter angehen, denke ich stolz, dass es der Genius meines Vaters ist, der sie noch heller erstrahlen lässt. Robert Louis Stevenson, Autor der Schatzinsel und Erfinder von Dr. Jekyll und Mr. Hyde, befasst sich als junger Mann mit den Ingenieurswissenschaften. Er schreibt eine Abhandlung über intermittierendes Licht. Es ist das Jahr 1871. Die spätere Flucht in die Südsee ist noch nicht geplant. Robert Louis schlägt sich, so will es die Familientradition, an der schottischen Küste mit den Elementen herum. Die Stevensons sind ehrgeizige Pioniere des Industriezeitalters. Ihre Obsession: Lichter über dem Meer. Der Bell Rock, der erste schottische Leuchtturm, der nicht an Land, sondern mitten in der See gebaut wurde, 1811 von Robert Stevenson, dem Großvater des Schriftstellers. Das Riff, auf dem er steht, ragt nur bei Ebbe aus dem Wasser. Nur dann kann der Hubschrauber landen und vom Versorgungsschiff Material, Wasser und Lebensmittel bringen. Always a battle against time. Immer ein Kampf gegen die Zeit. Die Flut steigt, während wir hier arbeiten, unaufhörlich und überspült den Felsen irgendwann ganz. Dann sind wir nicht mehr sicher. Deshalb muss alles schnell gehen. Alles muss von Hand her geschleppt und per Seilwinde zur Eingangsplattform hochgehievt werden. Im Turminnern geht es genauso weiter, von Hand und per Seilwinde. Das kann anstrengend sein.